Hier, bitteschön, Laura. Rosenkohl mag ich nicht und Mais mag ich nur, wenn er nicht mehr am Kolben ist. Schön, dann reich ihn mal rüber. Und den Mais auf einen Extrateller. Ich mag's nicht, wenn das Gemüse mit dem Fleisch in Berührung kommt. Ja, und steck Laura in ein extra Zimmer. Ich mag's nicht, wenn ich sie ansehen muss. Autsch, Henry hat mich getreten. Nein, das war ich nicht. Das ist ja so peinlich für uns. Ach, sei nicht so gemein, Henry. Wenn ich König bin, zeige ich der launischen Laura, wer der König ist. Henry, hör auf mit dem Essen zu spielen. Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry. Wir können auch zwei daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Gute Nacht, Häschen. Gute Nacht, Häschen. Igitt! Laura! Tu die weg! Laura war das, Peter. Warum sagst du es nicht Mama? Dann kriegt sie mal zur Abwechslung Ärger. Einen Gast verpetzen? Das könnte ich nie. Das ist ganz unhöflich. Unhöflich? Du bist mir zu feige, du Zwerg. Sie schnüffelt in meinem Zimmer in all meinen Sachen rum. Das ist es. Genau. Ja. Laura ist unser Gast. Wenn sie rumschnüffeln will, dann ist es meine Pflicht, es leichter für sie zu machen. Und morgen heißt es, Henry ist wieder da. Miss Will, Laura, es ist erst 6 Uhr morgens. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf. Und ich übe immer vor dem Frühstück. Na schön, dann gehen wir jetzt runter und machen dir auf der Stelle Frühstück. Alles klar. Operation Ciao Ciao, Laura, ist angelaufen. Boah, Mädchenzeug in meinem Zimmer. Gar nichts. Ich schreibe nur was in mein Tagebuch. Tagebuch? Oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Tagebuch hast. Das ist geheim. Das sind meine geheimsten Gedanken. Jemand wie du darf das nicht lesen. Deshalb hebe ich es in dieser Kiste auf und sperr ab mit diesem Schlüssel. Und dort bleibt es auch. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss Zähne putzen. Einmal eine Schnüfflerin, immer eine Schnüfflerin. Liebes Tagebuch. It's so easy being me. I'm Henry. Jetzt tu nicht so, als würdest du das Schulessen nicht mögen, Henry. Ich mag es nicht nur nicht, ich hasse es. Du musst aber irgendwas essen. Igitt! Seht euch das Zeug an! Ranzige Ravioli, matschige Macaroni, eklige Eiersoße und... Was ist das? Die vergiften mich! Die vergiften mich! Kann mich niemand mehr zwingen. Ab jetzt nur noch mitgebrachte Sachen im Pausenzimmer. Sachen, die man essen kann und die man tauschen kann und mit denen man Spaß haben kann. Na, geht es dir ein bisschen besser, Henry? Nein, ich muss allergisch gegen das Schulessen sein. Unsinn, du bist vor Hunger umgefallen. Also hier ist dein Essen. Ich habe hier extra viel drauf getan.
Und du stehst erst wieder auf, wenn du alles aufgegessen hast. Oh, Igitt! Es geht doch nichts über einen frischen Salat, oder? Genau. Alle Freunde in meiner Klasse bringen ihr Pausenessen mit. Ich hab's dir schon mal gesagt. Nein, das ist zu aufwendig. Und du isst nie, was wir dir einpacken. Aber ich hasse das Schulessen. Ich mag das Schulessen. Das schmeckt ganz lecker. Klappe, du Zwerg. Mama! Henry lässt mich nie was sagen. Sei nicht so gemein, Henry. Bitte. Bitte darf ich Pausenbrot in die Schule mitnehmen? Naja, wenn du versprichst, alles aufzuessen. Yippie! Dann darf ich ab jetzt ins Pausenzimmer. Ja! Jetzt gehörst du auch zu uns, Henry. Vielen Dank, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Martha aus der Schulkantine kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufesst. Oh, was? Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst. Ich lass mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Das ist beschlagnahmt. Sie ist mein... So easy being me. I'm Diesmal bist du dran. Nein, du. Du, ich war letztes Jahr dran. Bist du sicher? Meinst du, das könnte ich jemals vergessen? Morgen dürfen Kinder ihre Eltern zur Arbeit begleiten. Aber keiner will so einen Zwerg wie dich mitnehmen. Mama, Henry hat gesagt, ihr wollt mich nicht mit zur Arbeit nehmen. Sei nicht so gemein, Henry. Bring das in die Küche und hör auf, deinen armen kleinen Bruder zu ärgern. Das Beste an einem Beruf für Kennenlerntag ist, dass man nicht in die Schule muss. Und das Schlimmste daran ist, dass Mama und Papa ganz langweilige Berufe haben. Warum kann Mama keine berühmte Wissenschaftlerin sein? Hoppla! Räum die Scherben weg, Henry. Du gehst morgen mit mir zur Arbeit und ich möchte, dass du dich vorbildlich benimmst. Klasse! Kann ich Computerspiele spielen und rumsurfen und Computerspiele spielen? Henry, ich arbeite für prickelnde Zahnbürsten. Wir verkaufen Zahnbürsten und Zahnpasta. Du sortierst Akten und darfst fotokopieren. Ach, komm! Und wenn du Glück hast, darfst du Zahnpastatuben in Schachteln einpacken. Von wegen! Ich komm nicht mit! Natürlich kommst du mit. Es schadet dir nicht zu sehen, was es heißt zu arbeiten. Nein! Ich will aber nicht arbeiten gehen! Ich glaube, Papa gefällt es, dass ich heute mit ihm zur Arbeit gehe. Ist doch viel besser als mit dem stinkigen Peter. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird bestimmt alles gut. Henry, nicht den drücken! Das ist kein guter Anfang, Henry. Ganz und gar nicht. Du benimmst dich schrecklich und wir sind noch nicht mal an meinem Schreibtisch. Aber Papa, wir werden gerade von Feuerwehrmännern gerettet. Das ist doch riesig. In ein Büro gehen Leute, um zu arbeiten, nicht um Unsinn zu machen. Ich wünsche mir bestes Benehmen. Mein Chef ist sehr streng, also blamier mich bitte nicht. Papa, du kannst dich auf mich verlassen. Hiya! Oh, au!
Sie kommt zu spät. Gar nicht gut. Ich als Chef muss es wissen. Nur wer pünktlich ist, bringt es weit. Tut mir leid, Herr Best. Ich hab aus Versehen den Alarmknopf gedrückt. Papa hat gerade geflunkert. Hm, das ist ja wie in der Schule. It's so easy being me. I'm Horace Henry. Hey, wartet auf mich! Spiel ab! Schieß zu mir, Bert! Kopf bei Henry! Das war echt lustig. Henry! Oh je! Aha, du musst wohl Henry sein. Ich hab schon viel von dir gehört. Haben Sie? Mein Name ist Fieser, Herr Fieser. Darauf bestehe ich. Ich unterrichte euch, bis Frau Streitaxt ihre Grippe überstanden hat. Und Henry, ich warne dich. Ich habe eine lange und wirklich üble Liste an Bestrafungen. Nur für dich. Dieser Tag gefällt mir nicht. Und der hat noch nicht mal richtig angefangen. Der ist noch schlimmer als Frau Streitaxt. Viel schlimmer. Er ist ein Fiesling. Wir müssen ihn loswerden. Aber wie? Überlass das nur mir. Du meinst, du kannst Herrn Fieser ganz alleine loswerden? Ja, mit etwas Unterstützung von meinen Freunden. Ja! Der kann sich auf was gefasst machen. Jetzt kommt Henry! Wiau, 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 wiau. Muff, muff, muff. Bin ein Hund und eine Katze, also Hatze. Zu viele Wiederholungen. Das schreibst du 100 Mal. Der Nächste. Ich will Bares, ich will Geld, weil mir Reichtum gut gefällt. Ich will Scheine, groß und klein. Ich will Münzen und reich sein. Zu viele Reime. Schreib das 300 Mal. Der Nächste. Hand her. Jetzt lies uns dein Gedicht vor, Henry. Ha, das wird ihn schon rausekeln. Dieses Gedicht heißt Besser draußen als drin. Piraten wird's schlecht auf stürmischer See. Riesen kotzen auf ihren Zeh. Könige erbrechen auf goldenen Klos. Hunde würgen ganz einfach drauf los. Babys tut es gar nicht leid. Das Bäuerchen auf Mamis bestem Kleid. Vielen Dank, Junge. Ich denke, ich habe genug gehört. Oh, aber der beste Teil kommt doch erst noch. Natürlich. Es fehlen ja noch Reihen, Kälbern, Speien, Kübeln und wieder von sich geben in deinem Gedicht. Jetzt setz dich hin. Ich hab mich mal auf einem Schiff übergeben. Ich in einem Auto. Und ich auf meinem Teddy. Ruhe! Die ganze Klasse hat eine Stunde nachsitzen. Oh nein! Nun kommen wir zum nächsten Fach. Musik. Kommt alle mit. Dann muss ich anscheinend zu härteren Methoden greifen. Kann mir einer von euch sagen, was man mit Musik ausdrückt? Mit Musik kann man ausdrücken, wer man ist. Ganz recht, Gregor. Gut, und nun nimmt jeder das Instrument, das vor ihm liegt. Ruhe! 2 Stunden nachsitzen nach dem Unterricht. Es spielt einer nach dem anderen. Susi, du fängst an. Was ist denn, Junge? Irgendwas stimmt mit meiner Tuba nicht. Sie drückt mich irgendwie nicht ganz so aus, wie ich bin. Vielleicht bläst du nicht stark genug rein. Ich glaube, sie ist verstopft. Ich sehe da nichts. Ja, sie hatten recht. Ich habe nicht fest genug reingeblasen.
Du schrecklicher Junge! Ich hab mich doch nur ausgedrückt, Herr Fieser. Ins Rektorat mit dir! Sofort! Die anderen spielen weiter! Tu irgendwas, Henry! It's so easy being me, I'm Henry! Halt an! Ich will aussteigen! Ach, red keinen Quatsch, Henry! Du gehst zu Tante Ruth, ob's dir nun passt oder nicht! Ich verbringe das Wochenende nicht mit dem affigen Achim! Auf keinen Fall! Bist du traurig, weil Mama und Papa wegfahren, Henry? Halt dich da raus, Zwerg! Henry? Peter hat's viel besser. Er darf bei Olli bleiben. Oh ja, wir spielen Cowboy und Putzkommando. Es wird bestimmt lustig bei Achim. Aber er ist so eingebildet. Und er lässt mich nie mit seinen Spielsachen spielen. Naja, was erwartest du? Du lässt ihn ja auch nie mit deinen Sachen spielen. Sei einfach mal für 2 Tage nett zu ihm, bitte. Und am Sonntag holen wir dich wieder ab. Nein! Nein, nicht! Ihr sollt mich loslassen! Danke fürs Aufpassen! Sei brav, Henry! Ich bleib nicht in dieser Bruchbude! Henry? Achim. Schöner alter Pullover. Hast du den etwa aus einem Secondhand-Laden? Wenigstens ist der nicht grün, so wie deiner. Der ist überhaupt nicht grün. Mutter! Er hat eine Schleimpistole! Gib das her! Solange du Gast in meinem Hause bist, wirst du dich benehmen. So einen Unfug dulde ich nicht. Au! Mach das ab! Mach das ab! Oh. Ich habe keine Ahnung, wie das da reingekommen ist. Tut mir leid, Tante Ruth. Zeig ihm sein Zimmer, Achim. Ich habe alle Spielsachen in mein Zimmer gebracht. Dir ist es nicht erlaubt, sie anzufassen. Du schläfst da oben. Auf dem Dachboden. Ich wette, du hast Angst im Dunkeln. Natürlich nicht. Gut, in diesem Zimmer spukt es nämlich. So ein blöder Geist kann mir doch keine Angst machen. Ich liebe Geister. Uah! Siehst du den Fleck da? Das ist die Stelle, wo der Geist verdampft ist. Pah! Aber wenn du natürlich zu viel Angst hast, hier oben zu schlafen... Vielleicht lässt mich der Geist ja mit seinen Sachen spielen. Das hoffe ich für dich. Denn hier oben hört dich bestimmt kein Mensch schreien. Ich bin Henry. Ich hab keine Angst. Ha! Es war eine Nacht wie diese, als der Geist zum ersten Mal erschienen ist. Du meinst, in diesem Haus spukt es wirklich? Ach, sei nicht albern, Achim, das ist nur ein Märchen. Wir haben hier noch nie einen Geist gesehen. Oh je, schon wieder Stromausfall. Unheimlich, oder? Los, Mutter, erzähl ihm die Geschichte. Der Legende nach baute ein reicher alter Mann dieses Haus, um hier sein Gold zu horten.
Er hatte Dutzende Angestellte, die ihn von morgens bis abends bedienten. Aber er hatte Angst, sie würden sein Gold stehlen. Also schlich er sich eines Nachts hinaus und vergrub es im Wald. Er baute sich Geheimgänge, damit seine Diener nichts merkten, wenn er sich nachts hinausschlich, um nach seinem Gold zu sehen. Aber in einer Nacht war es so dunkel, dass er nicht sehen konnte, wohin er ging. Er stolperte und fiel in den Brunnen, wo er jämmerlich ertrank. Und seitdem spukt er als Geist in diesem Haus herum, um nach seinem Gold zu suchen. Das geschieht ihm recht. Wenn er so reich war, hätte er sich eine Taschenlampe kaufen sollen. Oh. Genug von diesen albernen Geschichten. Zeit für...